Moin moin, und da bin ich wieder zurück aus meiner langen, langen Pause. Auch mal wieder in Roos. Ich denke aber, ich werde weiterhin meinen Fokus mehr auf League of Legends als auf Roos setzen. Mittlerweile, weil mir einfach League of Legends mehr Spaß macht. Vielleicht kommt hin und wieder mal das ein oder andere Roos, Noobs, Klatschen oder Commentary oder irgendwie sowas. Dafür gleich, ich habe alle mir bisher zugeschickten und noch nicht kommentierten Sachen in einen Ordner gepackt und werde die jetzt auch erstmal ad acta legen und nicht weiter kommentieren. Das heißt, ab jetzt darf man mir wieder Sachen zuschicken. Aber alte Regel, ein Replay pro Person, bis das gecastet ist, kein weiteres. Und dann guckt nochmal durch alle meine ganzen alten Videos durch. Der ein oder andere neue Abonnent wird die ersten eh nicht gesehen haben. Sind sehr lustig. Es ist sehr lustig, was ich da noch teilweise für Fehler gemacht habe und immer noch mache. Und hört euch mal an, was ich da als gutes Replay versehe, beziehungsweise welche Sachen ich da weshalb als schlechtes Replay versehe. Und schickt mir sowas bitte nicht. Also gute Replays. Das, was ich als gutes Replay bezeichne, dürft ihr mir schicken. Das, was ich als schlechtes Replay bezeichne, bitte nicht. Ich weiß nicht, was das hier ist. Es ist ein Abonnent, der unter meinem Video ziemlich hart sich mich ziemlich hart fast schon teilweise angegangen hat. Was so Sachen, die braucht man nicht. Ich frage mich an manchen Momenten sowieso, wieso ich das caste. Aber ich habe ihm gesagt, er soll es mir zuschicken. Ich caste es. Also werde ich das tun. So, wir haben den Abonnenten hier als Deutschen, seinen Kollegen Julian Kluge. Irgendwie sagt mir der Name was als Russe. Rogel, den kenne ich auch irgendwo her, als Japaner. Und Raffales92, Franzose, auch als Japaner. Mal gucken, was passiert. Zeiteinstellung 30 Minuten. Gut, das Replay wird nicht zu lange dauern. Sofort Tarnnetz. Naja, ihr wisst, Blitz ist einfach effektiver. Vor allem bei einem Russen ist eh obvious, dass da ein Infanterie-Rush kommt. Also, und viel zu viele Economy für einen vernünftigen Rush. So, Lasse macht's hier besser. Doppelblitz ist allerdings auch nicht so ganz das Wahre. Setzt hier auf eine Barracks. Zweimal Nachschubdepot und Flugzeuge. Kann man machen. Gucken wir mal, was der Gegner macht. Also der Gegner erwartet den Infanterie-Rush. Ich weiß gar nicht. Geh mal kurz in neutrale Ansicht. Ja, die Barracks geht durch. Zack. Der wird aufgeklärt. Der kommt leider durch. Wird auch nicht gesehen. Das wird da gleich eklig. Hier auf jeden Fall ein sehr ähnlicher Start. Barracks und Ding hier. Dingenskirchens. Sag mal schnell. Panzerbasis und Kaserne. Einer von beiden sollte vielleicht auf Flieger gehen. Was wird das? Noch ein Unter, ein Nachschubdepot. Da ist jetzt die Barracks. Das wird gleich gefährlich. Na, ich denke, das wird eher so ein Base-Base. Wobei er, der Kollege hier, seine Basis verliert. Zack, da sind Guardia. Meh, eklig. So, hier stehen jetzt Grenadiere da, drin, da kommt man auch nicht mehr durch. Oh, ziemlich verfahrene Situation. Hier, ja, natürlich, okay, der Rush war mehr oder minder gut. Hier, der Japaner kriegt überhaupt keinen Schaden. Kommt hier durch, 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 überhaupt kein Problem. Der Bunker wird nicht gebaut. Wenn er klug wäre, jetzt hier zwei Panzer rüber schicken, würden schon hier was erledigen. Und parallel natürlich hier das Hauptquartier vernichten. Zack, schon hat er das nächste Hauptquartier. Okay, er will mit allen Panzern zurück. Das Problem ist jetzt natürlich, er kriegt seine Basis nicht wieder. Na, Timing gefällt. Die gehen gleich in die Stadt und dann ist Ende. Er muss sie weiterziehen. Muss sie wirklich weiterziehen. Und wenn der Kollege hier nicht aufpasst, verliert er dank dem Chihaba seine nächste Base. So, Use. Jetzt ist eklig. Na, wobei. Give me the range of the Chihar.
Knappe Kiste. Sehr knappe Kiste hier. Da hatte wer die Balls of Steel. Benutzen die Analyst? Natürlich benutzen sie Spion. Zack, einer der Gegner wird vernichtet. Kollege, du musst da jetzt auch rüberfahren, denn er baut jetzt. Yo! Genau. Block yourself. Bitch. So, zack, jetzt geht's da auf die Inf. Die dürfte down gehen ohne Probleme. Jetzt fahr rüber. Fahr rüber. Raphaelis. Yo, T26. Genau das Richtige gegen Medium Tanks. Sinnlos Geld ausspenden. Wieso der da hinten bleibt, weiß ich nicht. Hier bei dem Deutschen überhaupt wenig Action. Hier der eine Hago hält das auf. Okay, mit Blitz rausrennen und das wäre ja bei Geschichte. Aber jetzt kommt hier das Niki-Flugfeld. Und der Kollege hat zwar, wir wissen von ihm, dass er einen Jäger hatte. Hat. Und dazu much use. Er kennt sich hier immer noch einen Arsch ab. Verliert jetzt gleich auch noch die Panzerbasis. Also der hier irgendwie hatte ich. Hab ich von dem. Achso, der. Nee, Raphaelis hat hier noch nicht aufgegeben. Schreibt vielleicht gerade wie ein Verrückter und regt sich auf. Es gibt Rogel auf, weil Raphaelis nichts macht und er keine Chance hat. Ist richtig. Also das Replay ist auch tatsächlich nicht so Premium, weil hier der Deutsche macht nicht so viel. Könnt ihr rausrennen, könnt ihr mal mehr clearen, könnte taken, was machen, Wirtschaft nehmen, ausbauen, angreifen, arbeiten. Irgendwie. So, zack. Zack. Ja, die Canoe sind richtig schwach gegen Panzer. Eigentlich müsste das Flugfeld jetzt mal langsam hier kaputt gehen. Da ist es kaputt. Ein Storch wäre auch nicht schlecht. So, zack, das war's jetzt. Hier gibt's keine Panzer mehr. Können wir sich jetzt Wirtschaft nehmen oder was bauen? Was tacken? Arbeiten? Stuff tun? Denn der Gegner, die haben den Gegner eh an den Eiern. Er hat noch genau ein Nachschubdepot. Und die haben jetzt 1, 2, gleich 3 da oben, 4, 5, dass die auch nicht angegangen wurden. Ach, 6, 7 Nachschubdepots. Mit Blitz wäre das. Na okay, man hat den Flugsupport. Man wollte nur die Vision. Jetzt geht's hier rüber. Bomber sind auch immer schön bei dem Deutschen, weil die muss man nicht tacken. Zack, SDKFZ, schöne Einheit, schöner Aufklärer, ein bisschen gepanzert. Ist nicht so einfach mit Jägern zu vernichten. Ja, ich würde sagen, also auf jeden Fall besser gespielt von denen hier. Der Rush war echt gut, effektiv, hat funktioniert. Das Spiel zwischendurch war so, meh, vor allem sehr viele Fehler auf roter Seite. Sehr, sehr, sehr viele Fehler auf roter Seite. Der hier, der hat geschrieben, ich glaube, das Replay heißt doch irgendwie mein zweites Spiel. Ja, das Spiel ist irgendwie, er spielt halt, okay, er spielt so, wie wenn man spielt sein zweites Spiel. Das ist halt, es ist, ich meine, es ist nicht, ist glaube ich nicht sein zweites Spiel, denn er war Level 42. Aber auf jeden Fall spielt man, er spielt tatsächlich so, wie man spielt, wenn man sich Roost gerade erst gekauft hat. Was sich immer noch lohnt. Und ich meine, ich fasse, wie gesagt, jeglicher, das ist kein Rage oder so, das ist einfach eine Feststellung, weil das ist so. Und ich war selbst der größte Noob. Wie mein erstes Roost-Spiel war, habe ich bestimmt in irgendeinem Video mal gesagt. Also, könnt ihr euch das mal anhören.
wie das war, mein erstes Spiel. Es war nicht so lustig. Ich kann euch auch gestehen, es war auf meinem PC, es war nicht im Multiplayer, es war gegen Bots und ich habe gegen Computer und ich habe es verloren. Gebe ich auch offen zu, weil wegen war so. Gehen wir mal auf mehr Geschwindigkeit, vierfach, so genau. Die Übersicht, ja, mittlerweile ist er Level 100. Als ich es gestartet habe, stand da Level 42. Keine Verluste, das ist schon mal gut. Hier sein Kollege natürlich hat Quartier und so ein Dreck. Jo, an den Einkäufen kann man auch irgendwie erkennen, die beide haben fast allein, haben jeder fast mehr als das gegnerische Team. Wir haben auch die Stärke der Japaner nicht ausgespielt, der hätte viel früher eher kommen sollen. Viel, viel früher. Die japanische Air ist einfach annoying. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Replay. Tschüss, bis dahin.